Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer digitalen Orgelvesper aus der evangelischen Pfarrkirche zu Großeichen. Unsere Orgel steht im Mittelpunkt dieser Vesper, denn wir haben in diesem Jahr trotz aller pandemiebedingten Einschränkungen doppelten Grund zu feiern. Die deutschen Landesmusikräte haben die Orgel zum Instrument des Jahres 2021 ernannt. Seit Januar gibt es in ganz Deutschland Projekte und Konzerte, und die Vorbereitungen für die weiteren geplanten Veranstaltungen laufen überall auf Hochtouren. Und passend dazu feiern wir hier in Großeichen in diesem Jahr den 250. Geburtstag unserer Philipp Ernst Wegmann Denkmalorgel von 1771. Bedingt durch die Corona-Pandemie und durch die seit Anfang April laufenden Bauarbeiten an unserem Kirchendach, die ab Mai auch eine Schließung unserer Kirche bis in den Herbst hinein nötig werden lassen, feiern wir den Orgelgeburtstag digital mit dieser Orgelvesper und einer anschließenden Lichtshow, bei der die Kirche innen und außen beleuchtet und Orgelmusik dazu erklingen wird. Freuen wir uns nun gemeinsam auf viel schöne Orgelmusik, zahlreiche Hintergrundinformationen zur Geschichte unserer Orgel und geistliche Impulse. So feiern wir diese Vesper im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Orgel ist also in diesem Jahr 2021 zum Instrument des Jahres gewählt worden. In ganz Deutschland gibt es rund 50.000 Exemplare, davon ungefähr 1.400 in unserer Landeskirche und eine hier in Großeichen. Nicht umsonst wird die Orgel als die Königin der Instrumente bezeichnet. Ein Ausspruch, der vermutlich auf Wolfgang Amadeus Mozart zurückgeht, der einmal geschrieben hat, die Orgel wäre in seinen Augen der König der Instrumente. Damit war sie also zunächst ein König. Da die Orgel jedoch in der deutschen Sprache feminin ist, ist sie dann zu einer Königin geworden. Jede Orgel ist eine eigene Persönlichkeit und wird, anders als andere Musikinstrumente, nicht dem Virtuosen angepasst, sondern der Architektur bzw. dem Raum, in dem sie erklingen soll. Und jede Orgel ist ein Spiegelbild der jeweiligen Epoche, in deren Stil sie erbaut worden ist und darüber hinaus auch geografisch individuell ausgeprägt. Somit gibt es nicht die Orgel schlechthin als Instrument, sondern nur viele verschiedene Individuen. Und wer wissen möchte, was eine Orgel alles benötigt, muss nur drei wesentliche Elemente kennen. Erstens einen umfangreichen Klangkörper von verschiedenen Pfeifen, die in Registern zusammengefasst sind. Zweitens einen Blasebalg zur Winderzeugung und drittens ein oder mehrere Manuale und ein Pedal, mit denen man die Klänge erzeugen und wunderbare Musik spielen kann. Dass das virtuose Spielen auf einer Orgel gar nicht so schwer sein kann, beweist uns ein Ausspruch des großen Orgelmeisters Johann Sebastian Bach: Man muss nur zur rechten Zeit die richtigen Tasten treffen, den Rest erledigt das Instrument. Thank you.
Viele werden Harald Schmidt aus dem Fernsehen kennen, aber nur wenige wissen, dass er auch Organist war. Darüber erzählt er Folgendes. Während meiner fast 10-jährigen Tätigkeit als Hilfsorganist in der katholischen St. Johannesgemeinde in Nürtingen war ich zuständig für die Teilgemeinden Neckarhausen und Zizishausen sowie für den Kindergottesdienst. Neckarhausen und Zizishausen hatten Ende der 70er Jahre keine eigene katholische Kirche. Deshalb waren wir sonntags um 8.15 Uhr zu Gast in den Gotteshäusern der evangelischen Brüder und Schwestern. Kurz vor 8 traf ich mich mit dem Pfarrer in der Sakristei von St. Johannes. Dort packten wir den mobilen Einsatzkoffer mit vorgefertigten Fächern für Kelch, Hostienschale, Stola und Messgewand und fuhren dann auf die Dörfer. Im Auto bekam ich den Zettel von den Liedern, die am jeweiligen Sonntag gesungen wurden. Es galt unter Organisten als besonders cool, sich die Choräle erst kurz vor Gottesdienstbeginn nennen zu lassen, weil man angeblich alles vom Blatt spielen konnte. Ich war ein ziemlich schlechter vom Blattspieler. Es gab für mich regelrechte Horrorchoräle, bei denen ich immer wieder an denselben Stellen fürchterlich daneben griff. Wenn es besonders falsch war, drehten sich die Gläubigen in den Bänken nach der Orgel um, was ich im Rückspiegel sehen konnte. Eines Tages beschloss ich dann, die C-Prüfung zu machen. Das ist die für nicht hauptamtliche Kirchenmusiker. Sie umfasst Fächer wie Harmonielehre, Gehörbildung, Improvisation und Orgellehre. Hauptkandidaten sind extrem ehrgeizige Hausfrauen aus Oberschwaben oder Schüler, die sich auf die Musikhochschule vorbereiteten oder Leute wie ich, die einfach mehr Geld wollten. 1977 bekam ich nämlich pro Gottesdienst 5 Mark, mit C-Prüfung aber 15 Mark. Außerdem flößte die C-Prüfung den Gläubigen höllisch Respekt ein. Ich spielte noch genauso falsch wie vorher, erklärte das aber jetzt als mehrfach verminderte Akkorde, Quintsextakkorde und so weiter. Teilweise war für die Gemeinde nicht mehr zu erkennen, welche Choral ich gerade spielte, weil ich frei harmonisierte. Bedeutet, vor mir stand das Gesangbuch, in dem die Melodie notiert ist. Die Harmonien dazu werden spontan gespielt, wozu man sehr versiert sein muss oder einfach unverschämt. Einmal brach der Pfarrer mitten im Lied ab und wir sprachen auf der ganzen Heimfahrt kein Wort. Neben den normalen Gottesdiensten gab es als lohnende Zusatzeinnahme die musikalische Umrahmung von Hochzeiten. Der Basistarif lag bereits bei 30 Mark. Sonderwünsche mussten extra honoriert werden. Die Favoriten waren Ave Maria von Bach-Gounod, der Hochzeitsmarsch von Mendelssohn Bartholdy, So nimm denn meine Hände von Julia Hausmann, Friedrich Silcher und das Heilig, Heilig, Heilig von Franz Schubert. Trat ein Fußballer in den Stand der Ehe, wurde fast immer der Eurovisionsfanfare gewünscht, 20 Mark extra, die damals vor Europacup-Spielen im Fernsehen erklang und auf der Orgel bombastisch wirkte. Absoluter Renner aber war jedoch die Toccata von Exception. Es handelt sich dabei um die berühmte Toccata in D-Moll von Johann Sebastian Bach, die den Amateurfußballern aber weniger geläufig war als die holländische Popgruppe,
die damals mit ihrer Version ziemlichen Erfolg hatte. Vielleicht sind die C-geprüften Hilfsorganisten die wahren Erben Bachs. In kalten Gotteshäusern versehen sie bei schlechtem Licht und oft auf sehr vernachlässigten Instrumenten ihren Dienst, ganz wie das Genie im 18. Jahrhundert. Ohne die ehrenamtlichen Organisten wären die meisten Gottesdienste ohne Musik. Schauen wir nun gemeinsam auf die Entstehungsgeschichte unserer Orgel. Im Jahr 1769 beschloss man hier in der Pfarrgemeinde Großeichen, für die 1746-1747 erbaute Kirche eine neue Orgel anzuschaffen, da die alte Orgel, die man aus der Vorgängerkirche übernommen hatte, ihren Dienst nicht mehr zuverlässig verrichten konnte. Johann Georg Müller, der von 1744 bis 1773 hier Pfarrer war, verfasste am 23. Februar 1769 einen Bericht an das Konsistorium der Riedesel Freiherren zu Eisenbach in Lauterbach, in dem er die Bitte um den Neubau einer Orgel untertänigst vortrug und dafür Kosten von rund 400 Goldtalern veranschlagte. Er legte auch eine mögliche Finanzierung vor und verwies darauf, dass für Großeichen, wie bereits in Stockhausen und in der Stadtkirche in Lauterbach, der berühmte Frankfurter Orgelbauer Philipp Ernst Wegmann beauftragt werden sollte. Dieser trug den Titel eines hochfürstlichen hessen-darmstädtischen Hof- und Landorgelmachers. Die hohen Herren in Lauterbach waren einverstanden und Wegmann erhielt den Auftrag. Bis der Plan allerdings zur Ausführung gelangen konnte, dauerte es noch rund 2 Jahre. Die Sache hatte sich auch deshalb verzögert, weil Wegmann den Spieltisch ursprünglich auf der anderen Seite geplant, wogegen die Großeichner Gemeinde aber vehement Einspruch erhoben hatte. Wir wissen nicht, warum. Daraufhin forderte der Orgelbaumeister zusätzliche finanzielle Mittel, die ihm dann vom Konsistorium nach Abwägung, ob ein anderer Orgelbauer gewählt oder Wegmann behalten werden sollte, bewilligt wurden. So begann er also in seiner Frankfurter Werkstatt mit der Erschaffung und am 4. Juni 1771 konnte das Konsistorium in Lauterbach darüber informiert werden, dass Wegmann am 6. Juni mit den Arbeiten vor Ort fertig werde und die Orgel am 7. Juni von einem bevollmächtigten Examinator geprüft werden solle. Dies muss problemlos funktioniert haben, denn schon am darauffolgenden Sonntag, dem 9. Juni 1771, konnte die neue Orgel in einem Festgottesdienst feierlich eingeweiht werden. Im Jahr 1847 erfolgte dann die erste Reparatur und dabei wurde die im Inneren angebrachte Inschrift ergänzt. Mit Gott, erbaut zur Zeit des Großen Türkenkrieges von Philipp Ernst Wegmann, hochfürstlichen hessen-darmstädtischen privilegierten Hof- und Landorgelmacher in Frankfurt am Main, dessen Herren damalige Gesellen Johann Friedrich Meinecke von Hildesheim, Johann Sigismund Aust von Hirschberg aus Schlesien, Johann Ernst Haug von Sachsen-Meiningen, Johann Michael Sperling von Thoren, Frankfurt am Main, den 21. Aprilis, anno 1771. Repariert 1847 von Heinrich Eckert aus Flensungen im Jahre der Hungersnot. Thank you.
1856 wurde die Orgel von Orgelbauer Bernhard aus Lomroth erneut repariert. Dazu fertigte er auch einen Bericht an und hielt fest, dass die Orgel 1771 von Wegmann erbaut und nach allgemeinem Urteil ein vorzügliches Werk sei. Lediglich die Klaviatur und die Bälge befanden sich in einem schlechten Zustand. 1904 erteilte das herzoglich-hessische Oberkonsistorium in Darmstadt die Genehmigung zur Orgelreparatur nach dem Plan des Licher Orgelbauers Förster. Zugleich bedauerte man vor Ort, dass nicht der vom damaligen Kirchenmusikmeister Mendelssohn vorgeschlagene Neubau erfolgen würde. Und da haben wir wirklich Glück gehabt. Um ein Haar hätte man damals diese wunderbare Orgel aus der Kirche geworfen. Wie gut, dass es aus finanziellen Gründen nicht dazu kam. Denn so konnte sie als eine der wenigen Wegmann-Orgeln bis heute fast original erhalten bleiben. Inzwischen gilt unsere Orgel als eine besonders erhaltenswert eingestufte Denkmalorgel. 1964 wurde sie von der Firma Kemper aus Lübeck restauriert. Oder sagen wir besser, aus heutiger Sicht verschlimmbessert. Vieles, was man damals für den neuesten Schrei im Orgelbau hielt, ist heute unter denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen eine Katastrophe. So hat man das Pedal erweitert und die neuen Holzpfeifen einfach oben hinter einer Bretterwand auf der Empore platziert. Auch in ihrem Inneren wurde sehr vieles umgebaut, was nun im Rahmen der Restaurierung rückgängig gemacht werden konnte. In den 1980er Jahren erfolgte die letzte gründliche Reinigung der Orgel. Thank you.
Ab dem Jahr 2015 zeichnete sich ab, dass unsere alte Dame einer dringenden Generalüberholung bedurfte, obwohl viele Menschen in der Gemeinde fest davon überzeugt waren, dass die Orgel doch hervorragend klinge. Dass es aber vor allem am Können und dem umfangreichen Wissen unseres Organisten lag, welche Register noch spielbar waren und welche nicht, blieb den meisten Hörerinnen und Hörern verborgen. Nachdem die Orgel vom landeskirchlichen Orgelsachverständigen und einem Zweitgutachter eingehend überprüft worden war, erfolgte die Einholung von 3 Angeboten bei verschiedenen Orgelbauwerkstätten. Der Kirchenvorstand entschied sich letztlich für eine grundlegende Restaurierung und erteilte der Firma Orgelbau Waltershausen aus Thüringen den Auftrag. Für die Gemeinde begann nun das große Spendensammeln. Dank großzügiger Unterstützung von sehr vielen Seiten, darunter der Hessischen Sparkassen Kulturstiftung, dem Hessischen Landesamt für Denkmalpflege, der Stiftung Orgelklang, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, dem Evangelischen Dekanat Grünberg und sehr vielen Menschen aus Großeichen und Ilsdorf, aus der näheren Umgebung und sogar aus Berlin und dem Rheinland, konnten wir die erforderlichen 73.000 Euro zusammentragen. Die Orgel wurde bis auf das Gehäuse komplett abgebaut und zwischen April 2018 und Juli 2019 in Waltershausen restauriert. Bei einem Besuch im Herbst 2018 konnten wir uns in der Orgelbauwerkstatt einen Eindruck vor Ort verschaffen. Es war ein unvergesslicher Ausflug nach Thüringen. Im August 2019 konnte im Beisein unserer beiden Organisten, der Pfarrerin, der Kirchenvorstandsvorsitzenden und des Orgelbaumeisters die Abnahme durch die beiden Orgelsachverständigen erfolgen. Am 15. September konnten wir in einem großen Festgottesdienst im Beisein unseres Dekans und zahlreicher Ehrengäste die restaurierte Orgel weihen und nach rund 1,5 Jahre Pause konnte sie dort erstmals wieder im neuen, alten, barocken Glanz erklingen. Thank you.
Georg Friedrich Händel, der große Barockkomponist, verfasste im September des Jahres 1739 nach einem Gedicht des Engländers Dryden eine Ode für den Cäcilias-Dee. Am 22. November 1739 wurde sie in London uraufgeführt. Das ist auch der Gedenktag der Heiligen. Im 17. und im 18. Jahrhundert galt dieses Datum als Feiertag der Musik. An vielen Orten in Europa gab es Konzerte und Gottesdienste, und auch eigens dafür wurden eben Musiken komponiert. Cäcilia gilt bis heute als Schutzpatronin der Kirchenmusik, und daher zählt vor allem die Orgel zu ihren Attributen. In Händels Cäcilienode gibt es auch einen Lobgesang auf die Orgel. Hören wir auf einige Verse seiner Dichtung in der deutschen Übersetzung. Doch o, wes Stimme gleicht, o, welche Kunst erreicht der heil'gen Orgelklang, ihren Klang der Liebe singt und sich auf zum Himmel schwingt, zum Engelchorgesang. Orpheus bezwang die wilde Brut, der Baum entwurzelt seinem Grund, er folgt der laute Klang. Doch sie, Cäcilia, wirkte größere Tat, als sie der Orgel Stimme und Sang verlieh. Da lauscht ein Engel und wähnt entzückt sich auf der Erd im Himmel. So wie durch heil'ger Lieder Macht der Sphärenlauf begann, und sie des großen Schöpfers Preislob sangen durch das All. So, wenn die letzte Stunde schlägt und ganz dies Erdenrund zerfällt, dröhnt der Posaune lauter Schall. Was stirbt, ersteht, was lebt, vergeht, und der Sphärenklang verstummt im All. Thank you.
Es ist bereits kurz angeklungen. Unsere Wegmann-Orgel kann seit rund anderthalb Jahren wieder im alten barocken Glanz zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen erklingen. Nun noch einige Informationen zur Orgel und ihrer Disposition. Unsere Orgel besitzt ein Manual mit 9 Registern und ein Pedal mit 2 Registern. Insgesamt verfügt sie über rund 1000 Pfeifen verschiedenster Größe aus Holz und Metall. Das Manual hat 51 Tasten und folgende 9 Register: Prinzipal 4 Fuß, Viola da Gamba 8 Fuß, Flaut Traverse 8 Fuß, Gedackt 8 Fuß, Quint 3 Fuß, Dui Flaut 4 Fuß, Oktav 2 Fuß, Kornett vierfach und Mixtur vierfach. Das Pedal besitzt inklusive der Erweiterung von 1964 25 Tasten und 2 Register: Oktavbass 8 Fuß und Zubass 16 Fuß. Die Stimmung ist noch immer gut einen Viertelton über normal. Das ist für barocke Orgeln nichts Ungewöhnliches. Im vergangenen Jahr wurden durch die Orgelbaufirma Waltershausen dann noch einige Korrekturen und Nachbesserungen an der Orgel ausgeführt. Dazu wurde eigens ein Gerüst aufgebaut, auch um besser an die Prospektpfeifen vorne heranzukommen. Vielleicht ist euch schon bei unserem Christvesper-Video der Orgelschalter aufgefallen. Dieser ist natürlich nicht original und nur ein Provisorium, da im November 2020 der alte Schalter kurzfristig seinen Geist aufgegeben hatte. Nach Abschluss der Baumaßnahmen in der Kirche, hoffentlich gegen Ende dieses Jahres, werden wir dann noch einen historisch passenden Schalter durch die Orgelbauwerkstatt einbauen lassen. Ja, und noch eine weitere Kuriosität. Unser Geburtstagskind wird nach der Konfirmation im Mai, wenn die Bauarbeiten am Dach und hier in der Kirche richtig losgehen werden, bis zum Abschluss aller Arbeiten vom Orgelbauer eingepackt, damit ihr nichts passiert. Das wird dann ein ganz besonderes Kunstwerk zum Orgelgeburtstag werden. Gut, dass wir heute diese Vesper noch zusammen feiern konnten. So lasst uns beten. Großer Gott, du willst, dass wir Menschen dir in der Freude des Herzens dienen. Deshalb lassen wir Instrumente und Musik zu deinem Lob erklingen. Mit Flöten und Harfenklang hat das auserwählte Volk dir seine Loblieder gesungen. Dein Sohn ist Mensch geworden und hat jenen Lobgesang auf die Erde gebracht, der in den himmlischen Wohnungen durch alle Ewigkeit erklingt. Der Apostel mahnt uns, dir aus vollem Herzen zu singen und zu jubeln. So bitten wir dich heute wie am Tag der Weihe, lass diese Orgel zu deiner Ehre und zur Freude der Menschen erklingen. Erhebe unsere Herzen zu dir empor. Denn wie die vielen Pfeifen sich im Klang vereinen, so lass uns als deine Gemeinde in gegenseitiger Liebe miteinander verbunden sein, damit wir bald wieder hier in der Kirche und einst mit allen Engeln und Erzengeln in den ewigen Lobgesang deiner Herrlichkeit einstimmen dürfen. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
also, das habt ihr alle ganz toll gemacht. Ich bin begeistert, was es über unser Geburtstagskind so alles zu erzählen und zu berichten gab. Einiges, was wir selbst als Kirchenvorstand in den letzten Jahren beraten und mitentschieden haben, ist nun auch schon wieder Geschichte. Wir sagen herzlichen Dank an alle, die hier vor und hinter den Kulissen mitgewirkt und diese digitale Vesper und die Lichtshow möglich gemacht haben. Besonders Henry Hühn und seinem Team. Die Veranstaltung ist Teil eines Projekts der Evangelischen Dekanatsjugend. In mehreren Gemeinden unseres Dekanats Arbeitsgemeinschaft wurden und werden in diesen Tagen Live-Gottesdienste, Aufnahmen und Lichtershows durchgeführt. Schön, dass wir auch dabei sein dürfen. Und wir sind besonders glücklich, dass wir Christoph Brückner, der schon mehrere Orgelkonzerte hier gespielt hat, dazu gewinnen konnten, einige seiner Orgelstücke einzuspielen. Wir alle hatten große Freude an dieser Vesper und hoffen sehr, dass sie auch unseren Zuschauern gut gefallen wird. Über persönliche Rückmeldungen würden wir uns sehr freuen. Und so hat es mir unsere Pfarrerin schon verraten, es soll im nächsten Jahr auch noch eine Festschrift erscheinen, in der die spannende Geschichte unserer Wegmann-Orgel ergänzt durch Fotografien für alle Interessierten nachzulesen sein wird. Die Aktion Instrument des Jahres 2021 wird auch durch die Arbeitsgemeinschaft unserer drei evangelischen Dekanate und deren Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker tatkräftig unterstützt. Derzeit arbeitet ein Team an einem Buch- und CD-Projekt, bei dem alle Orgeln in den drei Dekanaten in Wort, Bild und Ton vorgestellt werden sollen. Auch darauf sind wir alle sehr gespannt. Herzliche Grüße aus unserer Pfarrkirche und bis bald und hoffentlich auch wieder einmal persönlich. So wollen wir uns nun gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.